Ich weiß überhaupt nicht mehr, worum es ging. Jedenfalls hat mir irgendeiner was hier unterstellt mit, wie heißt es, Wirtschaftshilfe oder Arbeitslosengeld oder Hartz IV oder wie sich das schimpft. Da habe ich nie was miteinander zu tun gehabt. Und habe dann erstmal ein Foto gepostet von unserem schönen Haus. Ne? Ich habe gesagt, wir suchen hier noch jemanden, du kannst bei mir reinmachen. Dann bist du beschäftigt, jedenfalls sinnvoll. Sinnvoller als da. Und dann hat dieser Familienvater, fing der an, herumzupöbeln im Netz. Ja, ich würde mehrere Anläufe nehmen, ihm zu schreiben, weil ich ihm 4 Meldungen extra geschickt habe. Wahrscheinlich war der arme Mann damit überfordert. Das war zu viel für seinen niederen Geist. Das kann ja mal sein, ne? Und dann habe ich ihm angeboten, ob man nicht professionelle Hilfe suchen könnte oder vielleicht auch das Jugendamt involvieren könnte. Weil ich vermuten würde, dass er zu Hause genauso agiert. Und dann habe ich ihn gefragt, was die Kinder eigentlich lernen sollen von so einem Querulanten. Ja? Ein Mann, der kein Benehmen hat in öffentlichen Netzwerken. Wie soll der denn seine Kinder erziehen? Das ist so eine verkappte Existenz, dieser Vogel. Sowas ist doch krank. Ich poste meine Kinder und im Netz ranze ich die Leute an, mach die Leute nieder. Das ist doch pervers, sowas. Also bin ich schon der Meinung, sollte das Jugendamt mal genauer hinschauen. Und dann kam aber nichts mehr von dem komischen Vogel, ja. Der konnte noch nicht mal richtig schreiben. Er hat noch nicht mal einen richtigen Satz auf die Reihe gekriegt. Dann hat er mir geschrieben, in meiner Hartz IV Plattenbaubude. Ich habe geschrieben, hier ist mein Plattenbau.